In Laos erzählt Eliwood Erik von seinem Plan, der auch ein Plan ist. Ein Komplott in dem Laos dazu dient, eine Rebellion gegen Ositien anzuzetteln. Ich habe erst Orange gelesen. Ich weiß nicht, warum. Es beginnt beides mit einem O, aber sonst haben diese beiden Wörter keine Ähnlichkeit. Eliwood braucht Beweise, um diese Anschuldigung zu glauben. Daher verfolgt er und sein Freund Darren den flüchtigen Marquis von Laos. Wohin die Jagd ihn führen wird, kann Eliwood nicht ahnen. Genauso kann ich nicht ahnen, dass ich mir vergessen habe, einen Timer zu stellen. Ach ja, übrigens, willkommen zu Kapitel 15, Edeldame von Kaldin. Ja, ich bin nach langer Zeit mal zurück. Zurück bin ich. Ich spiele Fire Emblem, hab gerade ein kleines Intro-Video aufgenommen, das werdet ihr vorher sehen, deswegen wisst ihr, wovon ich rede, wenn ihr meinen Kanal aktiv verfolgt. Verdammt! Wohin kann diese Schlange darin verschwunden sein? Ich bezweifle, dass er Lucia bereits verlassen hat, aber Hector, es ist 5 Tage her, der Tod von Marquis Santaruth, unser Angriff auf Schloss Laos. Die Kunde von diesen Vorfällen hat Lord Uther sicher schon erreicht. Und dennoch zeigt er keine Ambition zu handeln. Warum nur? Ich bin mir sicher, er hat seine Gründe. Yeah. Mein Bruder muss sich um andere Belange kümmern. Boah, die Sprache, ich habe sie vermisst. Will ich ihm momentan die Hände binden? Was meinst du damit? Es geht um Biran. In den letzten Monaten haben wir sehr beunruhigende Berichte erhalten. König Desmond fällt sich sehr eigenartig. Sieht er auch nur die geringste Schwäche in Lucias Verteidigung, so könnte er mit Birans geballter Macht in den Rücken fallen. Mein Bruder ist erst seit kurzem der Marquis und das Oberhaupt des Lucianischen Bundes. Er darf nicht zulassen, dass sein anderes Land eine Schwäche oder eine Uneinigkeit gewahr wird. Es ist wieder so ein geiles Deutsch. Da muss er also ein Gesicht der Stärke und Stabilität wahren. Genau. Es scheint, als hätte momentan jedes Land einen Spion in Ositia. Sie alle wollen das Temperament und die Fähigkeiten des neuen Marquis abschätzen. Bemerken sie auch nur kleinste Unregelmäßigkeiten, so wird sich die Nachricht darüber wie ein Lauffeuer verbreiten. Hector, du bist der Bruder des Marquis. Würdest nicht als Ungereimtheit angesehen werden, wenn du nicht an seiner Seite bist? Der Bruder des Marquis ist weiterhin als Pfleger bekannt. Wäre ich ein Wolf, so wäre dies auf jeden Fall eine Ungereimtheit. Du bist nicht allzu stolz auf deinen Ruf, oder? Nicht im geringsten. Ich fühle mich wie ApoRex. Neue Mucke. Lord Eliwood, Lord Hector. Warum Lord Eliwood? Mit 2 Ausrufezeichen, da weiß ich nicht. Oder es war einfach nur komisch von der grafischen Auflösung und das D hat sich da reingemischt. Sie sah für mich aber noch 2 Ausrufezeichen aus. Was ist los, Max? Hast du etwas erfahren? Ja, Lord, ein Bote aus dem Osten hat uns erreicht. Schloss Kaldin ist in einem Überraschungsangriff von Marquis Laos gefangen. Schloss Kaldin? Sie haben wieder zugeschlagen. Lord Hausen, ist er unversehrt? Wir haben keine Nachricht über Lord Hausen und seine Enkelin. Lady Lündis. Ich hätte niemals erwartet, dass sie Kaldin angreifen würden. Lord Hausen, Lündis. Lord Eliwood, Lord Hector. Was sollen wir jetzt tun? Dahin gehen und sie kaputt fieken. Das werden wir tun. Und ich habe jetzt wieder keine Lust auf die Story, weil die Story mir immer hart auf den Sack geht. Ja, ich freue mich wieder aufzunehmen. Es wird für meinen Sprachgebrauch wahrscheinlich etwas stockend sein, denn mein Sprachgebrauch ist nicht der beste nach einer so langen Aufnahmepause. Aber ich werde mich bemühen. Es ist sehr spät am Abend. Ich hoffe, ich werde nicht zu laut sein und meine schlafenden Eltern stören, aber das müsste eigentlich im Rahmen bleiben, weil ich nur rede und nicht ausraste, wie wenn ich jetzt Battlefield spiele und andauernd gekillt werde. Das ist eigentlich kein Problem. Ich muss morgen zwar früh raus, aber es ist mir eigentlich relativ egal. Ich gehe nämlich nur mit ein paar Freunden weg und da kann ich auch im Auto pennen oder im Kino pennen oder im Schwimmbad pennen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo es hingeht. Ist mir auch eigentlich relativ egal. Hey Lady, ich bin zurückgekehrt und bringe euch Neuigkeiten.
Die Soldaten von Laos sind vom Schloss bis zum Balkon verstreut. Es müssen mindestens 50 Männer sein. Seid ihr euch eurer Sache sicher, Milady? Wir sind nur ein knapper Nottrupp. Eine Rückkehr zum Schloss würde den sicheren Tod bedeuten. Mein Großvater ist immer noch im Schloss. Ich verließ das Schloss auf seinen Befehl, aber ich kann ihn nicht alleine zurücklassen. Ja, ich versuche die Stimmen ein bisschen zu interpretieren. Das habe ich nach dem Besuch gemerkt, dass das eine kleine Problematik darstellt. Ich weiß, Stimmen zu merken ist mir relativ schwer gefallen, aber ich werde es trotzdem versuchen. Aber die Zahlen unserer Gegner, Lauthausen zu retten, wird wahrscheinlich keine leichte Aufgabe sein. Besonders ohne Heiler wäre das eigentlich unmöglich. Ich frage mich, ob wir mit Verstärkung rechnen können. Ich habe die Gespräche einiger Soldaten von Laos belauscht. Sie kamen mit und behaupten, dass Lord Aliwood in Laos eingefallen sei und er hätte sie vertrieben. Aliwood? Warum sollte er Laos angreifen? Kein Plan. Und Marquis Laos hatte so nicht nur sein Schloss im Stich gelassen, sondern auch seinen Sohn Erik. Das ist eigentlich volles Arschloch, ja. Das ist verachtenswert. Er ließ seinen eigenen Sohn zurück. Was ein Spaß. Zumindest wissen wir, dass sich Aliwood in Laos befindet. Vielleicht können wir ihn um Unterstützung bitten. Vorausgesetzt, es gäbe eine Möglichkeit, ihn zu kontaktieren. Wenn wir es vermeiden können, gefangen genommen zu werden, würde der beste Weg wohl durch den Wald führen. Soll ich gehen? Ich vermute, du hast recht. Pferde können sich im Wald nicht gut bewegen. Es wird nicht eine Weile dauern, aber die Reise wäre dir ein leichtes. Lady Lundis! Das habe ich vermisst. Ich werde gehen. Ich kann über den Wald hinwegfliegen. Ich wirke schneller in Laos als irgendjemand sonst. Ach, Bitch, halt dein Maul. Du kannst diese Bürde unmöglich alleine tragen. Es ist unmöglich. Ist ja nicht so, als könnten auf dem Pegasus eigentlich nur zwei Leute reiten. Das wäre eigentlich ziemlich easy. Aber ja. Geht bei Battlefield auch nicht. Er kann auch nur einer aufs Pferd. Weiß ich nicht. Vielleicht sind die alle ein bisschen fett. Aber ja, ich spiele viel Battlefield in letzter Zeit. Das ist euch aufgefallen. Das habt ihr gut gemacht. Und ich stand Lord Aliwood bereits einmal gegenüber. Ich habe ihn schon mal gesehen, voll der Fanboy und so, ne? Ich mag den aber irgendwie nicht. Ich habe mir selbst ein Versprechen gegeben. Ich versprach, für dich viel mutiger zu werden. Och, dieses ganze Gelaber geht mir doch so auf den Sarg. Ganz ehrlich. Bla bla bla, bezaubernd, Pegasus-Ritter. Ja, sie ist krass, ich weiß. Juckt mich aber nicht. Commander, sie haben meinen Pegasus-Ritter wegfliegen lassen. Ja, bla bla, holt ihn vom Himmel. Nein, da oben kommen sie schon. Wir werden es schaffen. Sie fliegt im Himmel ohne ihr Pferd. Sie reitet das auch gerade gar nicht. Sie hat die Zügel in ihrer Hand, obwohl sie die Hände klar über ihrer Brust hat. Also es ist nicht klar, wie sie das managt. Ich habe den Feind gesichtet. Warum rücken seine Bogenschützen vor? Sie zielen auf etwas hoch am Himmel. Lord Aliwood, seht doch, dort oben, ein Pegasus-Ritter. Surprise, Motherfucker. Yo, wie krass reißt er seinen Mund auf, ja? Ich bin immer noch von dieser Grafik beeindruckt, ja? Da sieht man einfach jeden Pixel, man kann die Pixel abzählen. Lord Aliwood. Kann das sein, dass du das bist, Florina? Bla bla bla, wir werden angegriffen, ja, stinkt. Vorsicht, Pfeile, die schießen auf euch. Das sind viele Gegner. Wir werden es hinkriegen. Bla bla bla, juckt mich nicht, juckt mich nicht, juckt mich nicht, juckt mich nicht. Bam, ba-da-na-na-na-na-na-na, juckt mich immer noch nicht. Es ist mir voll scheißegal, geht mir nicht auf den Sack. Du hast einen coolen Bart, den hätte ich gern auch. Das ist hart, das wegzuskippen, ja. Aber ich will nicht, dass es wie immer 40 Minuten Folgen werden, sondern es soll auf 25 Minuten bleiben, selbst wenn ich es karten muss. Ich darf wählen. Priscilla, ich weiß nicht, trainiere ich sie normalerweise? Glaube ich nicht, ne? Ne, ich trainiere Priscilla nicht. Aber das wäre mal ganz nett zu sehen, eigentlich. Ich trainiere Matthew nicht wirklich gerne, weil er sehr hinterherhängt. Und er nicht wirklich gut ist, um ehrlich zu sein. Ach, Markus muss ja raus, stimmt. Und dann haben wir es eh gelöst. Bruh. Ach, ich liebe es.
Ich weiß nicht, warum die Funktion des B-Knopfes nicht auf dem B-Knopf ist, sondern auf X. Ich kann es mir einfach nicht merken. Es ist absolut dumm. So, haben wir verbündete Einheit. Wo sind die jetzt hingegangen? Haben die sich jetzt so gesagt, so... Nee, wir gehen jetzt. Ja, wir müssen mehr Minus einsetzen, dann haben zu wenig Place. Nein! Fari ist neuer Stratege. Das wart ihr die ganze Zeit über nicht, Fablu? Ach, das war der Russe, stimmt. Ich bin immer noch auf der Suche nach Wissen da. Mein Tutor werde ich zwar niemals übertreffen, aber ich komme ihm näher. Nun, Blu, sag mir, was kann ich für euch tun? Ich hab die... Waren die da gerade? Bin ich behindert oder waren die da gerade wirklich nicht? So, ich hasse dich. Ich hasse dich so sehr. So, gucken wir mal in die Arsenale rein. Was haben wir hier? Brauchen wir irgendwas? Warte, ich muss erstmal gucken, ob wir irgendwas brauchen. Ja, du brauchst tatsächlich Eisen und Stahlschwert. Nicht Stahlaxt. Mit einer Axt kannst du nicht umgehen. Wäre nice, wenn du es könntest, aber kannst du nicht. Schade, hast du Pech gehabt. Brauchst du denn was? Nein, brauchst du nicht. Eisenwaffen, ne? Ah! Atancha, Atancha. Ach, das ist eine Lanze. So, stellen wir euch hier hin. Ja, ich hatte heute nicht wirklich was zum Ansprechen geplant. Ich hatte einfach mal Lust, wieder was aufzunehmen. So was Frisches. Für zwischendurch. Und ja, ich, freue mich auch schon demnächst auf das neue Projekt. Das wird nicht so früh kommen. Ich muss Fire Emblem und Paper Mario wahrscheinlich erstmal beenden. Dann möchte ich einen Prime Focus legen. Und dann später möchte ich, sonst auf die Bogenschützen achten, gerade mal kurz. Ganz später möchte ich dann damit mit diesem Projekt starten. Also es wird auf jeden Fall eines der nächsten Projekte. Dann habe ich noch ein etwas kleineres Projekt geplant. Ausfallen ist immer noch krass. Dann habe ich noch ein etwas kleineres Projekt geplant, was ich denke mal grobe 12 Folgen in Anspruch nehmen wird. Das ist eins meiner Lieblings-Steam-Spiele. Das gab es im Halloween-Sale erstaunlicherweise für 2 Euro, was mich sehr gefreut hat. Das kostet normalerweise 10 Euro, aber ich finde auch das ist es wert. Ich hatte es damals im Halloween-Sale schon gekauft. Ich hatte es aber eigentlich nicht vor aufzunehmen, weil ich zu dem Zeitpunkt einfach viel zu viel zu tun hatte. Ja, ich krieg ein bisschen auf die Fresse, aber er weicht aus. Das ist sehr praktisch. Oh, Sane, du machst krass Schaden, aber du bist zweimal angegriffen. Warum das? Ist Sane so langsam? Ich habe die Kavallerie schneller in Erinnerung, um ehrlich zu sein. Apropos Kavallerie, die haben auch welche. Das ist nicht gut, aber wir bekommen hier den Rittertod, wenn wir töten. Wo will der Dieb hin, ist die Frage. Wo will der Dieb hin? Will der Dieb zum Dorf? Der Dieb will zum Dorf. Wir holen uns das Dorf eben. Ihr seid alle... Es ist weiblich. Kann ich weiblich alte stimmen? Ihr seid alle Ritter von Kailin, nicht wahr? Was, Lordhausen befindet sich noch in meinem Schloss? Oh. Dies hätte zwar unsere Tochter zur Hochzeit bekommen, aber hier. Bitte helft Marquis Kailin, unser Lord muss gerettet werden. Feuerjuwel. Okay, kann man das Hochzeits... Wenn meine Tochter heiratet, das Hochzeitsgeschenk hat. Du bist schneller weg, als du blinzeln kannst, wenn es Merkel mal schlecht geht. Ne? Der Crit ist überflüssig, aber trotzdem schön mal zu sehen, wie du deine Hände durch die Gegend schwingst. Du zeigst immer noch schön den Mittelfinger, hast den Donner ja jetzt, ne? Ich weiß nicht, ob ich dir noch ein Feuer kaufen soll, wenn ich die Möglichkeit dazu habe, aber... Ich glaube aber eher weniger, denn es ist unnötig. Und Oswin ist immer noch krass, aber er kommt leider gerade nicht an die Gegner dran. Genauso wenig wie Rebecca.
Ah, ich habe nur ein Langschwert. Ja, dann kann ich sowieso aus der Distanz angreifen. So, machen wir russisch Roulette. Du stirbst nicht, aber du wirst angeditscht. Hoffentlich. Hat geklappt. Oh, Level Up. Schön. Das erste Level Up im Jahre 2017. Für mich. Das ist angenehm, tatsächlich. Ach ja, ich wollte noch berichten. Ich habe überlegt, das werde ich dann wahrscheinlich glaube Mitte oder Ende dieses Jahres machen. Ich möchte ein Spiel, und zwar, was mir ein Freund gesagt hat, der meine Fire Emblem Parts, Five Nights at Freddy's Parts geguckt hat. Er fand meine Reaktion mit der Facecam dann tatsächlich ganz amüsant. Und da ich in mein Arbeitszimmer, das Reden ist tatsächlich noch ziemlich stockend nach einer Aufnahmepause. Da ich in ein Arbeitszimmer umziehen werde, das erzähle ich gleich, aber ich möchte jetzt erstmal meinen Satz beenden, werde ich dort dann wahrscheinlich meine Facecam, die im letzten Teil mit Freddy's Pass, ich glaube noch nicht, dass der oben ist, es ist sehr schwer zu schneiden, weil ich den halt wirklich auf einer akzeptablen Länge haben möchte, ohne dass groß ein Problem vom Inhalt vorliegt. Das müsste klappen. Aber es ist momentan nicht die Priorität. Es ist nur ein nachgeschobenes Projekt noch, was ich noch beenden wollte, was ich vergessen hatte. Ich hatte es nicht vergessen, ich hatte einfach keinen Bock. Warum ich keinen Bock hatte und wo die Probleme lagen, erkläre ich aber im Part. Also dazu jetzt nichts. So, was hast du denn hier oben? Du hast ein Eisenschwert nur, aber auch das kann zu einem Problem werden, wenn man es nicht behandelt. Genau wie Zahnsteinkinder, immer schön Zähne putzen. Der war scheiße um 10. Der war richtig scheiße. Okay, was haben wir? Stahllanzen. Können wir vielleicht später was einpacken noch. Vor allem, wie kann sie einen Türschlüssel verkaufen? Wie ist das möglich? Gibt es im gesamten Königreich Kaelin nur eine Art von Schloss, oder wie ist das zu erklären, dass sie dies schafft? Scheiße. Ich möchte ihn da oben weghaben, aber ich kann mit Willy the Kid nicht angreifen. Ja, ich habe gerade ein schlechtes Wortspiel gemacht. Wenn du triffst, ist alles in Ordnung. Ja, okay. Okay, es ist nicht alles in Ordnung, weil greift der Schnittertyp uns denn an? Nö, das kann er dann tatsächlich gar nicht. Ja, dann haben wir doch eigentlich gar kein Problem damit, dass wir hier stehen bleiben. Ja, der Typ rennt weg. Warum, ist mir nicht bekannt. Er möchte sich vielleicht heilen lassen. Mir gefällt es nicht, dass ich so oft angegriffen werde. Was mir gefällt, ist, dass Zane mit einer insane schlechten Wahrscheinlichkeit angreift und trotzdem trifft. Das gefällt mir. Aber mir gefällt allgemein nicht, dass er überhaupt diese schlechte Wahrscheinlichkeit hat. Merlin, das wird angegriffen. Kann das sein? Das ist schlecht. Erk wird zur Garde. Wer war geditcht? Matthew war geditcht. Muss mir angewöhnen, das mit Steuerkreuz zu spielen, weil das mit Stick ist es wirklich schwierig zu spielen. Langspeer, bitte hier hinstellen. Alle ein bisschen vorrücken. Dorcas. Gegen Magie, ich weiß nicht. Gegen Magie, ich weiß nicht. Ach ja, stimmt. Ah, fuck. Dingens war ja abgeschimmelt. Batre. Abgeschimmelt ist so ein geiles Wort. Das habe ich mir übrigens gerade aus den Fingern gezogen. Das gibt es nicht wirklich. Macht euch keine Sorgen. Alle, die gerade Deutsch lernen und dieses Video gucken, denken sich, abgeschimmelt? Was soll das sein? Was möchte er uns mit diesem Gedicht sagen? Nichts möchte er uns damit sagen. Apropos, ich habe Gedichte in der Schule gehabt. Ich habe schöne 4 in der Arbeit geschrieben. Ich hasse meine Lehrerin so hart. Ich hasse nichts mehr als meine Lehrerin. Ohne Spaß. Meine Lehrerin regt mich so unglaublich auf. Gedichtsinterpretationen sind das Unnötigste auf diesem Planeten, ja. Das ist einfach so unnötig. Es macht einfach null Sinn. Dieses, ja,
wie hieß das, Mondschein von Erik von Eichendorff ist das, glaube ich, ist extrem dämlich. Und zwar extrem dämlich. Also nicht so, ja, okay. Man muss schon kreativ sein, um da was zu interpretieren, sondern so, ja, okay. Man muss schon bekifft sein, um da so etwas zu interpretieren. Also das ist komplett sinnlos. Das ist sinnfrei. Ist. Oh. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht mal, ob ich irgendwas zitieren darf, weil der. Ist der Typ tot? Ich weiß es nicht. Juckt mich herzlich wenig. Ach du Scheiße. Er trifft trotzdem mit 60%, ja. Oh, wir werden nicht doppelt angegriffen. Ne, ich dachte, wir werden doppelt angegriffen. Das wäre ein Problem geworden. Das wäre tatsächlich ein Problem. Oh, KP und Stärke, schön. Immer eine gute Sache. Aber Monsieur flambiert. Wird uns flambieren, oder nicht? Ja, aua. Hätte er uns doppelt angegriffen, wären wir wahrscheinlich jetzt tot. Oder? Ne, wären wir tatsächlich nicht. Oh Gott, ich wollte gerade sagen, weich bitte aus. Und Double Hit. Kein Problem, kein Problem. Ich hatte mir kurz in meinem Herzen Sorgen gemacht, ja. Und ja, ich werde dann, das ist ganz gut, das wollte ich jetzt erzählen. Und zwar meine Eltern, meine Schwester befindet sich trotz Volljährigkeit noch in diesem Haus, was mir sehr missfällt, da ich es lieber hätte, wenn sie irgendwo anders wohnen würde und ich das größere Zimmer bekommen würde. Mein Zimmer ist sehr klein. Ich hatte Geburtstag, es waren 3 Leute hier und es war nicht sexy. Es war sehr Homoerotik, dass wir uns alle aneinander auf dem Bett pressen mussten und nur einer auf dem Schreibtischstuhl, 4 Leute, sorry, und nur einer auf dem Schreibtischstuhl sitzen konnte. Okay, Oswinning, kommt bitte noch mit. Das wird nötig sein. Dass nur einer sich auf den Stuhl setzen konnte und wir können ja nicht nur Stühle hinstellen. Stuhl ist Stuhl. Was? Wir können ja nicht nur Stühle hinstellen. Das ist ein bisschen doof. So, jetzt haben wir sogar 2-mal was zum Heilen. Das ist ja ganz praktisch. Aber erstmal müssen wir hier die blöden Gegner wegkriegen. Nummer 1. Ja, und meine Eltern greifen nun die Initiative und sagen, so mein Sohn. Ja, die sprechen wirklich manchmal so. Das ist erschreckend, aber meine Eltern sind sehr deutsch. Ich bin ebenfalls sehr deutsch, aber es hält sich im Rahmen. Oh, ich habe so auf einen Crit gehofft und das ist einer der wenigen Crits in diesem Playthrough, der sich wirklich gelohnt hat. Oh, du musst wohl ja noch geheilt werden, tatsächlich. Ja, ne? Nein. Asterix Kant. Der Bewegungsradius gefällt mir gar nicht. Würde das etwas bringen? Es würde nichts bringen, da. Ah, fuck. Fuck. Ich habe ein kleines Problem. Heilen wir erstmal. Und zwar Dorcas. So, meine Eltern haben jetzt gesagt, gut, das ist kein Problem. Und jetzt bauen wir den Keller aus. Wir haben einen Keller, der ist sehr schön und sehr kellerig. Und in diesem Keller kommt dann ein kleines Badezimmer oder ein kleines Arbeitszimmer hin für meine Eltern, da sie das große Arbeitszimmer nicht benötigen. Ich spiele das hier oben in einem eigentlich sehr eingeschränkten Raum. Ich kann mich nicht nach links und rechts bewegen. Und da ich jetzt meine große Rocket-Tastatur und meine Rocket-Maus bekommen habe, es kommt morgen, wenn es funktioniert, mein Mikrofon an. Ich habe mir ein Auna-Mic bestellt. Ich meine, das habe ich auch im Intro-Video erwähnt. Ich bin mir nicht sicher. Ist mir auch, wie viel ist heute, relativ egal. Und ja, edle Dame, ist mir ziemlich egal. Gib mir einfach das, was du haben möchtest, was du mir geben möchtest. Panzersperr, das ist ganz in Ordnung. Merlin muss gerade ernsthaft das Eisen schalten. It in the ass. Fuck it in the ass. Und meine Eltern werden dann unten in den Keller ihr Arbeitszimmer verlegen, da sie die Größe des unteren Arbeitszimmers nicht benötigen. Und ich werde dann da ein kleines Chillzimmer haben. Denken meine Eltern. Es wird natürlich mein Aufnahmezimmer. Da werde ich dann meinen Computer, meine Tastatur und so weiter reinklatschen. Und hast du irgendwas zum Heilen? Nein.
Nein, hattest du sowieso nicht. Also dann ist es in Ordnung, aber ich hätte dich vielleicht nicht so weit vorne hingestellt, wenn ich gewusst hätte, dass du es nicht hast. Der Bogenschütze kommt nicht dran. Oh. An was kommst du dran? One Guy. Darfst du an Guy drankommen? Darfst du, okay. Nee, dann, und tun wir alle Leute erstmal hacken. Matthew wird geil. Und ich werde dann unten reinziehen. Werde mir da wahrscheinlich ein bisschen was einrechnen, halt so Couch und so weiter. Ich werde mir einen neuen Monitor holen. Da möchte ich, schlichtweg einen besseren und einen neueren, möglichst auch mit höherer Auflösung, da dieser nicht zu so etwas fähig ist. Das ist ein ziemlich alter Monitor. Oh Gott. Ey, wie kann Dorcas damit treffen? Wie kann Dorcas damit treffen? Das ist mir nicht begreiflich. Er ist einfach krass gut, ja? Aber er kriegt richtig aufs Maul jetzt, ne? Oh Kacke. Oh Kacke. Oh Kacke. Wenn Dorcas stirbt, dann heul ich. Wenn Dorcas stirbt, gehe ich richtig heulen. Aber okay, bis jetzt sieht es noch relativ normal aus. Ich kann ihn ja noch wegkriegen. Warum greift er den mit dem Langsperren? Kann er Sane nicht angreifen? Ich glaube nicht, dass er Sane angreifen kann. Ja, aber was ich noch eben erzählen wollte, ist halt, dass ich dann unten reinziehe. Ich werde dann mir das möglichst gut einrichten. Ich werde noch die Playstation dann da unten reinrichten, dass ich das vielleicht aufnehmen kann. Ich wollte nämlich ein bisschen Battlefield mit Janetic zusammen, also mit Kieran aufnehmen. Viele kennen ihn mehr als Kieran. Zudem haben wir zusammen, also Nils auch, eine Menge aufgenommen jetzt in den letzten Tagen. Was heißt denn in den letzten Tagen? In dem letzten Tag. Wir haben nämlich mit einer kleinen Gruppe auf einem Garry's Mod Server gespielt. Das war ganz lustig. Abgesehen von meinen dezenten Internetausfällen ist es alles sehr gut verlaufen. Und zwar alles so, wie es verlaufen sollte. Und es hat mich sehr gefreut, damit einen spielen zu können. Zudem haben wir ein bisschen Ultimate Chicken Horse gespielt und auch das aufgenommen. Ich hoffe, dass Nils sich da ein bisschen dran setzen könnte, wenn er denn die Zeit findet. Ne, wir sind ja zu zweit auf diesem Kanal, wir können uns ja immer gegenseitig helfen und er hat jetzt auch nicht immer so die Zeit, also es ist da dann tatsächlich vom Vorteil, dass wir zu zweit sind, sonst wäre das immer sehr, sehr schwierig von der Zeit her. Aber apropos Zeit, ich bin aus mit der Zeit, ich habe keine Zeit mehr für diese Folge, wir haben schon lange die 26 Minuten überschnitten und ich habe den Timer sogar zu spät gestartet, also es wird wieder eine sehr, sehr lange Folge. Das tut mir leid, oder vielleicht freut es euch, ich weiß es nicht, aber dann würde ich sagen, ihr könnt natürlich wie immer den Like-Button nuzzeln, Kommentar schreiben, ein Abo dalassen, wenn ihr neu seid. Seid ihr wahrscheinlich nicht, wenn ihr es seht, wenn ihr überhaupt bis zu diesem Punkt des Videos kommt, das ist ja auch eher selten der Fall. Aber ich würde dann sagen, vielen Dank fürs Zusehen, haut raus, ciao.